Heute gibt es eine Review, nämlich wenn man der Vorderseite glauben darf, dem Gamecader GB und wenn man der Rückseite glauben darf, dem EDGB Pro. Was ist das Ganze? Das ist eine Flashkarte, die auch leider nicht in einer großen Verpackung oder so geliefert wird, sondern nur in diesem Plastik-Case. Deshalb kann ich leider auch keine Verpackung zeigen. Und das ist eben eine Flashkarte, mit der man äh, Spiele, also Gameboy-Spiele, von einer microsd karte dann eben in einem Gameboy spielen kann. Der ist auch oder die ist auch, Sowohl mit Game Boy als auch mit Game Boy Color spielen kompatibel. In einem Game Boy, natürlich nur mit Game Boy Spielen und nicht mit Game Boy Color spielen. In einem Game Boy Color dann mit Game Boy und Game Boy Color spielen. Vielleicht auch interessant ist, das hier ist ja eigentlich eher die Hülle von einer Game Boy Color Cartridge. Ich habe die Karte hier jetzt auch in blau gekauft, aber die gibt es auch in unterschiedlichen Farben bei AliExpress. Und ähm, die gameboy kartenspiele spiele haben hier nicht so einen, so einen Haken für, den, für, das, äh, für die Verriegelung von dem Gameboy-Cartridge-Schacht. Die Gameboy-Spiele schon. Und die Karte hier hat auch so einen so Nutzen dafür. Genau. Was ist das? Das ist eigentlich ein äh, Everdrive-Gameboy-Klon. Von dem originalen Everdrive-Gameboy, soweit ich das weiß. Ist Der ist ungefähr auf einer Funktionslevel oder auf einem Funktionslevel mit dem. Äh, Everdrive Gameboy X5 hat weniger Funktionen als der X7, aber mehr als der X3. Das ist eben die Hülle. Ist jetzt nicht die teuerste. Ich habe jetzt auch schon die Schraube rausgenommen, weil wir auch hier reingucken können. Und wenn du das Ding benutzen möchtest, würde ich dir als allererstes empfehlen, hier die MicroSD-Karte, die da mitgeliefert wird, rauszunehmen. Da ist das Menü und ähm, auch ein paar ROMs drauf. Ob man das jetzt mit den Raums jetzt gut findet, ist dann die nächste Sache, wo man sich darüber streiten kann. Einerseits eben, dass der Originalhersteller des Overdrives da nichts für bekommt und andererseits ist dann auch Raums mitgeliefert werden. Aber auf jeden Fall solltest du den EDGB-Ordner von der SD-Karte backuppen und auch irgendwo sicher verwahren. Ich habe zum Beispiel ihn einfach hier auf eine andere microsd karte kopiert und werde jetzt die weiter im Video benutzen. Denn es kann eben sein, dass die microsd karte irgendwann durch das Alter kaputt geht. Die sind halt nicht teuer, die MicroSD-Karten, gehen schnell mal kaputt. Und man sollte auch wirklich nur das Menü benutzen, das hier mitgeliefert wird. Und nicht das originale Everdrive-Menü, weil die Karte von dem originalen Everdrive-Menü kaputt gehen kann. Also das als Warnhinweis, ansonsten kann man die gameboy spiele da einfach aufkopieren. Genau, dann können wir das Ganze hier einmal aufmachen. Das ist immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen, so ein bisschen schwergängig. Auch vielleicht ganz interessant ist, es gibt hier so eine, so eine Taste unter dem plastik also wenn man jetzt hier drauf drückt, dann kann man auf die Taste drücken. Und das ist so eine Soft-Reset-Funktion, mit der man äh, aus einem Spiel direkt zurück ins Menü gelangen kann, ohne dass man den Game Boy zurücksetzen muss dafür. Es ist hier immer ein bisschen schwergängig. Aber irgendwie kriegt man das dann schon ab. Auch die Schraube, ich habe die jetzt glaube ich zusammen aufgeschraubt und die ist schon relativ ausgenudelt. Aber ich würde sagen, dann gucken wir uns hier auch nochmal die Leiterplatte an. So sieht die von der Rückseite aus. So sieht die von der Vorderseite aus. Und das Ding ist natürlich deutlich günstiger als ein originaler AeroDrive. Aber auch der, bei der Hardware kann es eben sein, dass die wiederverwendet wird und deshalb nicht so lange hält. Also man bekommt schon auch irgendwo, also das Ding funktioniert gut. Ich möchte nicht sagen, dass es das schlecht ist, aber man kommt auch irgendwo das, was man dafür bezahlt, und das kann eben in der Zuverlässigkeit dann Probleme geben. Es gibt hier eine Batterie, um den Speicherstand zu sichern, ähm, weil das ja so ein, also, alte Gameboy-Spiele hatten ja auch häufig für den Speicherstand der Batterie. Dann eine mikro oder der Schacht für die Mikro-SD-Karte. Rechts daneben ist eine LED, die leider auch sehr hell leuchtet, wenn auf die mikro karte zugegriffen wird. Das ist gerade, wenn man irgendwie abends im Bett liegt und das Spiel spielen möchte. Ein bisschen nervig, weil dann der halbe Raum irgendwie blau leuchtet. Ja, Man kann die leider auch nicht irgendwie deaktivieren, also man müsste sie dann auslöten. Bin ich nicht so der große Fan von. Dann gibt es hier einen CPLD, der für die Logik der Karte zuständig ist. Es gibt eben die Taste für den Soft-Reset. Es gibt einen 8 Megabyte. Flash-Speicher, auf dem die Spiele gespeichert werden. Da passen auch alle offiziell erschienenen Spiele rauf. Es gibt irgendwie nur zwei 8 MB große Spiele, was irgendwie so japanische Train-Simulator-Spiele oder so sind. Die anderen sind alle maximal 4 MB groß, also das ist kein Problem, die Spielgröße. Dann gibt es den SRAM-Speicher für Speicherstände mit 128K und zwei bus receiver Ich denke mal, dass äh, die Chips hier mit 3 Volt laufen oder 3,3 Volt und der Bus eben auf 5 Volt läuft, weil der Gameboy 5 Volt nutzt und die übersetzen das daneben. Das war es dann aber soweit zu der Hardware. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze auch nochmal an einem Gameboy an. Da sind wir auch schon wieder, jetzt in dem Game Boy Color Modus der Karte. Und dann ist man hier eben in einem Detailbrowser, wo man sich mit Steuerkreuz nach unten oder oben bewegen kann, also nach unten oder oben bewegen kann. Und mit der A-Taste kann man Ordner öffnen oder Spiele starten, also in Anführungszeichen starten, dazu gleich noch mehr. Ähm, mit b man zurück. Und wenn man in einem Ordner mehr als, ich glaube, zwölf Spiele sind das, hat, dann kann man mit der linken und der rechten Steuerkreuz-Taste die Seiten durchscrollen. Also wenn ich jetzt hier nach oben oder nach unten gehe, bleibe ich auf der gleichen Seite. Man muss dann mit dem Steuerkreuz nach links oder nach rechts durchscrollen. Die Tastenbelegung von A und B kann man auch tauschen äh, in den Einstellungen, dazu auch gleich nochmal mehr. Die Karte funktioniert etwas anders, als wenn es von den aktuellen EZ Flash, Game Boy Advance und den EDS karten und so weiter kennt, denn die Spiele werden nicht direkt von der SD-Karte geladen, sondern wenn man hier jetzt ein Spiel auswählt, zum Beispiel ich nehme einfach mal Tetris, dann gibt es ja die Möglichkeit, das Ganze zu laden oder zu laden und zu starten. Ich lade das erstmal und dann wird eben das Spiel, das jetzt ausgewählt ist, in den Speicher in der Karte geladen und es ist jetzt auch so lange drin, bis man ein neues Spiel lädt. Wenn man dann ein neues Spiel lädt, dann wird der aktuelle Speicherinhalt äh, gelöscht, das neue Spiel drauf geladen und auch der Speicherstand wird auf die MicroSD-Karte geschrieben, damit er eben nicht verloren geht. Und der vom neuen Spiel wird dann auch geladen. Das heißt, solange man das Spiel nicht wechselt, ist denn auch der Speicherstand noch nicht auf der MicroSD-Karte gespeichert? Dann kann man hier in dem Menü auf die Select-Taste drücken. Mit der Start-Taste würde man sofort das aktuell geladene Spiel starten. Und mit Options kann man die Einstellung des aktuell geladenen Spiels ändern. Zum Beispiel kann man hier eben zu Tetris oder für Tetris äh, den Mapper ändern. Hier werden Rom MBC 5, MBC 1, MBC 2 und MBC 3 unterstützt. Citrus ist halt nur ROM, von daher passt das. Dann kann man hier die Größe noch einstellen, die äh, Speichergröße und so weiter, um die man auch b im Menü tauschen möchte. Ähm, ich glaube, ich starte das Spiel einfach mal. Die andere Funktion können wir uns dann gleich noch angucken. Und das funktioniert soweit auch dann ohne Probleme. Normalerweise sollten auch die Raumgröße und der Speichertyp und so weiter direkt die richtige Größe haben und äh, auch ohne Probleme funktionieren können. Man sieht auch schon, Tetris läuft jetzt hier im Game Boy Color Modus. Man kann auch leider nicht auf einem Game Boy Color dann die Spiele im Game Boy Modus starten, sondern die sind dann auch wirklich nur in dem Game Boy Color Modus gestartet. Genau, und jetzt könnte ich auf die Karte drücken und dann wird, das, wird die Karte auch zurück ins Hauptmenü starten. Und das funktioniert soweit also auch ganz gut, es sei denn, die Karte freeze, weil ein Spiel nicht unterstützt wird, dann geht das nicht. Um das mal zu zeigen, äh, kann ich auch mal hier zum Beispiel die Nintendo Power Karte laden. Das ist jetzt ein Backup der gesamten Karte. Nintendo Power waren ja so, letztes Mal auch immer noch mal ein Video, so beschreibbare Karten von Nintendo. Die haben noch mal einen eigenen Mapper, der eben dann nicht von dieser Karte unterstützt wird. Also das Menü wird nicht unterstützt. Wenn ich jetzt ein Spiel auswähle, kriege ich nur einen weißen Bildschirm. Wenn ich jetzt ähm, ein Spiel, das auf der Nintendo-Karte gespeichert war, also das Spiel selber laden würde, das würde dann gehen. Da sind wir dann auch schon wieder in dem Menü der Karte. Ich kann dann auch nochmal ein anderes Spiel laden. Zum Beispiel Trip World. Das ist ein MBC1-Spiel. Ähm, Tetris war ja ein ROM-Only. Und das geht auch ohne Probleme. Ähm, unizensierte Mapper, wie zum Beispiel die von Sachen, werden auch nicht unterstützt. Wirklich nur ROM-Only MBC 1, 2, 3 und 5. Humble wird übrigens auch unterstützt, solange die keine besonderen Mapper braucht. Äh, eine längere Kompatibilitätsliste gibt es dann auch in dem schriftlichen Review, das in der Videobeschreibung verlinkt ist. Aber Lego Island 2 kann ich hier zum Beispiel auch laden. Und äh, das wird jetzt eben auch wieder erstmal nur in den Speicherstand der Karte oder in den Speicher der Karte übertragen. Das kann auch bis zu einer Minute dauern, das Laden, aber dann halt schon bei den größeren 4 MB oder 8 MB großen Spielen. Normalerweise dauert das keine ganze Minute. Ein Cheat-Menü gibt es ja auch. Da kann man hier eben dann die Cheats einstellen. Hat mich persönlich aber nichts interessiert, deshalb habe ich das nicht benutzt. Man kann auch Geräteinfo anzeigen. Inwiefern die stimmt, keine Ahnung. Das ist halt bei so Kopien immer ein bisschen schwierig. Und hier beim About kann man auch noch mal äh, einerseits die Steuerung sehen, was ganz gut ist, und andererseits. Hinweise zum Entwickler. Die Cheats, die sind dann auch immer nur entsprechend für das aktuell geladene Spiel relevant. Genau, dann würde ich sagen: statt ja auch nochmal Lego Island 2, damit man auch sieht, dass Game Boy Color Spiele auch geladen werden können. Und das geht ja auch ohne Probleme. Soweit gehen die Spiele auch ganz gut. Was auch noch ein Problem ist, das sind Spiele mit extra Hardware, zum Beispiel. Die Pokémon-Spiele oder einige der Pokémon-Spiele für den Game Boy und Game Boy Color, die haben ja so Realtime-Uhren, also Echtzeituhren eingebaut, die dann entsprechende Events äh, starten können. Die gibt es nicht in dieser Karte. Das heißt, Echtzeituhren oder Spiele, die Echtzeituhren benutzen, da gibt es dann die Echtzeitfunktion leider nicht. Und das kann, kann natürlich dann auch im Spiel zu Problemen führen, theoretisch. Also so 95% der Spiele, denke ich, werden ohne Probleme gehen, weil die keine extra Hardware haben und dann so also Spiele, die... Extra Hardware benutzen oder besondere Mapper benutzen. Auch zum Beispiel Rumble Packs werden eben nicht unterstützt, weil die Karte keinen Rumble Motor enthält. Das war's dann aber so mit diesem Review. Und ich würde sagen, dass äh, die Karte auf jeden Fall eine solide gameboy Karte ist. Ist sind halt fast alle Spiele unterstützt. feinzigere Sachen, also kompliziertere Sachen wie Realtime Saves oder eben Rumble oder Realtime Clock werden nicht unterstützt. Also die hat auch durchaus ihre Grenzen. Aber trotzdem werden eben die meisten Spiele unterstützt. Für einige könnte es relevant sein, dass eben Pokémon nicht ordentlich unterstützt wird, weil es keine Echtzeit-Uhr gibt. Ja, das ist glaube ich der größte Manko. Ich persönlich würde noch Rumble gerne haben, aber hat die Karte leider nicht. Die Karte hält was sie das, das ist eine gute Game of Flash Karte, aber es ist eben moralisch ein bisschen problematisch auch, weil ja der originale Hersteller kriegt äh, nicht davon oder kein Geld davon bekommt, obwohl er die Karte entwickelt hat. Wobei natürlich die Frage ist, wenn man so eine Karte sich kauft und Viele werden die natürlich auch für Romas benutzen, ob das Ganze dann, ob Moral dann überhaupt so eine relevante Frage ist. Aber ich würde sagen, dass das war es dann mit diesem Review, ich denke, dass ich die Karte auch ganz gut oder ganz umfassend gezeigt habe. Wenn du dann noch irgendwelche Fragen zu hast, kannst du die gerne in den Kommentaren fragen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.